Guten Tag, ich habe heute einen hochaktuellen Gesprächspartner, passend zu den Wahlen, den Chef des Meinungsforschungsinstitutes INSA, Herrn Hermann Dinkert. Guten Tag, ich begrüße Sie. Guten Tag, Herr Reitschuster. Ich habe Sie zum ersten Mal erlebt bei einem Vortrag und da haben Sie eine wunderbare Geschichte erzählt, mit der Sie veranschaulichten, wie subjektiv die Meinungsforschung sein kann. Es ging da um zwei Mönche. Ich glaube, Sie können diese Geschichte schöner erzählen als ich. Bitte. Ja, gut, die Geschichte ist einfach, die zwei Mönche stritten sich, ob man beim Biertrinken beten dürfe oder nicht. Und als sie sich nicht einig wurden, hat der eine gesagt, ich habe einen Trumpf, ich habe beim Papst nachgefragt und er hat es erlaubt. Sagt der andere, das kann doch gar nicht sein. Ich habe nachgefragt und er hat es verboten. Ja, was hast du denn gefragt? Na, ich habe gefragt, wie wir diskutieren. Darf man denn beim Beten Bier trinken? Er hat es verboten, sagt der andere. Völlig falsche Frage. Ich habe auch gefragt, darf man beim Bier trinken beten? Und dann hat er es erlaubt. Das sollte einfach deutlich machen, wie gefährlich es ist, wenn man bei empirischen Untersuchungen mit suggestiven Fragen arbeitet. Es ist ganz entscheidend, dass jeder das Gleiche drunter versteht und dass es praktisch klare Antworten auf klare Fragen geben kann. Es hängt ja sehr viel von der Fragestellung ab. Wir haben das ja auch schon erlebt. Ich habe bei Ihnen eine Umfrage in Auftrag gegeben. Da hatten die öffentlich-rechtlichen Sender, beziehungsweise einer hatte eine Umfrage zu Griechenland-Flüchtlingen und da war die Alternative nur nach Deutschland holen oder nicht helfen. INSA hat dann eine Umfrage in meinem Auftrag gemacht, wo wir noch eine weitere Alternative mit eingebaut haben, vor Ort helfen. Und dann war das Ergebnis plötzlich ein völlig anderes, was ja auch logisch ist, weil nicht helfen, das ist ganz klar, das wollen die wenigsten. Aber wenn sie wählen können, wie sie helfen können, dann wollen eben viele vor Ort helfen. Solche Beispiele, ist das jetzt eine große Ausnahme oder Sie beobachten das ja viel aufmerksamer als ich, denke ich, den Umfragemarkt, wenn man das so nennen kann, kommt das häufig vor? Ich denke, man muss sich selber immer wieder prüfen und aufpassen, dass es so ist, dass man alles, was suggestiv ist, rauslässt, dass man auch Wünschen von Kunden nicht entspricht, die sagen, ich möchte da ein gewünschtes Ergebnis. Ich glaube, die Aufgabe von Meinungsforschung ist es einfach, die Wirklichkeit zu spiegeln, ob es jetzt dem Kunden mal mehr oder weniger gefällt. Aber er hat ja keinen Vorteil davon, wenn er Ergebnisse bekommt, worüber er sich vielleicht freut, die aber nicht der Wirklichkeit entsprechen. Es heißt ja auch nicht, dass das, was wir erheben, letztlich nachher die statistische Wahrheit in einer Sache ist. Es kann ja auch sein, dass die Leute sich täuschen. Sie kennen ja die erste christliche Meinungsumfrage, was man bei Matthäus 16,13 nachlesen kann, wo Jesus Petrus fragt, für wen halten die Leute mich? Und der Petrus dann antwortet, ja, die einen für Jeremia, die anderen für Elia, die dritten für Johannes den Täufer. Es hat alles drei nicht gestimmt, aber trotzdem hat Petrus korrekt geantwortet, weil das war das, was die Leute gesagt haben. Und insofern ist das praktisch, wir versuchen, ein Spiegelbild der Wirklichkeit zu vermitteln. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die wir befragen, die Wahrheit gepachtet haben. Da muss ich jetzt aber doch widersprechen. Sie sagen, der Kunde hat ja nichts davon, wenn das Ergebnis das ist, was er sich wünscht. Das ist ja nicht immer so, weil es gibt ja durchaus auch Kunden, die eine gewisse Botschaft verbreiten wollen. Und jetzt reden wir mal von Parteien. Eine Partei hat ja sehr wohl was davon, wenn ihre Umfrageergebnisse höher sind als tatsächlich, weil das ja auch einen gewissen Sog erzeugt. Also der Mensch ist ja ein Herdentier und wenn man jetzt glaubt, jemand ist sozusagen der am meisten Gewählte, dann kann das ja andere dazu führen, dass sie sich anschließen. Also so, dass der Kunde nichts davon hat, das ist, glaube ich, nicht in allen Fällen so, in vielen sicher. Ich würde sagen, man muss aufpassen, dass nicht das so läuft, wie man sich das vorstellt oder man meint, das läuft so und dann anschließend ist es doch anders. Also wenn Sie, gerade Ihr Beispiel, also dass die Mehrheit dem Sieger hinterherläuft, da kann genauso gut die Entwicklung kommen, dass die affinen Wähler des Siegers sagen, ach, ich muss gar nicht mehr zur Wahl, das läuft sowieso sicher. Das heißt, ich wäre da sehr vorsichtig damit, mit einem Ergebnis ein gewisses, zu sagen, also damit erreiche ich diese oder jene Absicht. Das sollte und darf auch nie
die Absicht von Und es kann Meinungsforschung. ja auch umgekehrt sein, als zum Beispiel die Grünen als Führer in den Meinungsumfragen erschienen. Das kann ja dann auch wieder viele motivieren, die ansonsten vielleicht nicht zur Wahl gegangen wären, aber die sagen, diese Partei will ich verhindern. Und wenn die jetzt vorne sind, dann gehe ich erst recht zum Wählen. Also das kann ganz unterschiedliche Folgen sicher haben. Jetzt eine. Ja, sehr spannendes Thema, was Sie ansprechen mit der Wahlbeteiligung. Insbesondere die AfD hat ja dazu beigetragen, dass die Wahlbeteiligung wieder hochging. Auf der einen Seite, weil Leute in der AfD ein Angebot gesehen haben, weshalb sie wieder zur Wahl gingen. Und andererseits, weil Leute zur Wahl gingen, um zu verhindern, dass die AfD stark ist. Insofern haben wir diese Erhöhung der Wahlbeteiligung, die wir jetzt einige Wahlen festgestellt haben, auch diesem Umstand zu verdanken, dass sich das Angebot verbreitert hat. Nun bekomme ich sehr viele Zuschriften und sehr viele Leute, die bezweifeln massiv diese Umfragen aktuell, die die CDU so schlecht sehen. Sie sagen, das war auch schon bei vorherigen Wahlen so, die CDU wird da schlecht gemacht. Wir haben das teilweise jetzt schon beantwortet durch das, was wir gesprochen haben. Also Sie sagen, diejenigen, die sagen, da wird von gewissen Instituten gezielt Stimmung gemacht, das weisen Sie zurück. Ich kann das für uns zurückweisen und ich kann sagen, dass wenn man das vorhätte, man nicht wüsste, wie das nachher ausgeht. Und ich stimme aber der Intention zu, wo Sie nachgefragt haben, gesagt haben, selbstverständlich haben Umfragen Einfluss auf die Wahlabsicht, weil natürlich Wähler auch strategisch wählen. Wir haben nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zum Beispiel gefragt, haben denn Umfragen ihre Wahlabsicht beeinflusst? Und da hat jeder vierte Wähler in Sachsen-Anhalt gesagt, ja, Umfragen haben meine Wahlabsicht beeinflusst. Und bei der Union waren es 41% der Wähler, die gesagt haben, Umfragen haben meine Wahlabsicht beeinflusst. Also selbstverständlich ist das der Fall, aber ich kann auch nicht eine Wahl identisch setzen zu einer anderen Wahl. Die Situation beispielsweise bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war eine ganz andere als jetzt bei der Bundestagswahl. Wie kam es in Ihren Augen zu diesem massiven Umschwung? Also es war ja so, zuerst waren die Grünen Führer in den Meinungsumfragen, dann war die CDU wieder vorne, jetzt völlig überraschend für alle die SPD und vor einem Jahr sah es noch so aus, als ob die CDU der große Gewinner der Corona-Krise ist. Das wechselt sich ja im Moment wie bei einer Geisterbahnfahrt. Täuscht mich da die Erinnerung oder ist das tatsächlich heute sehr viel volatiler, wenn das der richtige Ausdruck ist, also wechselhafter als es früher Also war? diese Bundestagswahl oder dieser Wahlkampf war ja schon wirklich spannend, weil jeder der drei Kanzlerkandidaten sich irgendwann mal auf der Siegesstraße wähnen durfte und jeder auch schon mal die Erfahrung gemacht hat, wie das ist, wenn es schlecht läuft. Also insofern haben alle drei Kandidaten diese Erfahrung gemacht und es zeigt halt, dass es da wirklich, wenn da so eine Wahl bevorsteht, dass ein Marathonlauf ist und nicht einfach nur eine Kurzstrecke und man da nie zu sicher sein kann. Also dass man da, wenn man da wie eine Rakete hochgeht, das auch relativ schnell verglühen kann und dass die Leute schon schauen, wie sieht das inhaltlich aus und wie sieht das personell aus, was da die Parteien an Angebot haben. Und insofern finde ich, ist es doch auch ein gutes Zeichen für Demokratie, dass die Leute nicht so festgelegt sind, dass man sagt, das ist eigentlich langweilig. Wir hatten ja auch schon Wahlen, wo man genau wusste, derjenige wird nachher Regierungschef und kann sich nachher nur noch überlegen, in welcher Konstellation er regiert. Das scheint bei dieser Wahl doch völlig anders zu sein. Da sehe ich jetzt aber ein großes Problem, weil auf der einen Seite haben wir jetzt also in Zeiträumen völlige Umschwünge, dass man nicht ausschließen kann, dass sich das bis zum 26. September nochmal in welcher Richtung auch immer völlig dreht. Wir haben aber im Moment schon die Briefwahl. Ist das nicht ein massiver Verzerrungseffekt? Also wenn Leute wählen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, also wenn der am 26. wählt, eine ganz andere Informationsgrundlage hat als der am 10. September wählt, das sind da die Wahlen noch wirklich gleich? Also wir wissen, dass diejenigen, die per Brief wählen wollen, auch gesagt haben, sie wollen möglichst frühzeitig wählen. Das heißt also, die Wahlabsicht muss ja schon recht sicher sein. Klar ist auch, dass Briefwähler
anderes Klientel haben als Leute, die nicht Brief wählen, die an die Wahlurne gehen. Wir wissen, dass im Osten zum Beispiel die Leute seltener Briefwahl machen, als das im Westen der Fall ist. Und klar, die Stimme, die abgegeben wird, kann nachher nicht mehr geändert werden. Das ist aber zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt, wo die Wahl auch sonst stattfindet, ist dann die Geschichte auch fertig. Ich wundere mich immer so ein bisschen, dass es dann heißt, ja, also wie ist jetzt die SPD auf einmal so ganz stark geworden? Da glaube ich, dass die Leute nicht gesehen haben, was eigentlich die seriösen Umfragen auch immer mit angezeigt haben. Sie kennen das, wir machen immer unsere Potenzialanalyse, Analyse des Potenziale, wo wir fragen, welche andere Partei, also wir fragen, wie sicher sind Sie sicherer Wahlabsicht, und die, die nicht sehr sicher sind, fragen wir, welche anderen Parteien können sich vorstellen zu wählen. Und so kann man feststellen, so ist das Potenzial einer Partei. Dann kann man feststellen, das sind die sicheren Stimmen. Und wir stellen auch die negative Sonntagsfrage, welche Parteien würden Sie auf gar keinen Fall wählen? Und wenn man sich diese Prämissen anschaut, dann stellt man fest, dass die SPD also auch schon lange, lange immer ein sehr hohes Potenzial, mit das höchste Potenzial lange Zeit von allen Parteien. Und dass sie bei der negativen Sonntagsfrage immer am besten Abschnitt, das heißt am wenigsten Leute gesagt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Lassen Sie mich raten, da ist die AfD die Partei, bei der die meisten Ja, antworten, die dass sie AfD sich gar nicht hat vorstellen können, sie zu wählen. ein geringeres zusätzliches Potenzial. Sie hat aber vergleichsweise viele sichere Wähler. Und sie ist bei dem Bereich, kann ich mir gar nicht vorstellen, auch also ganz vorne, insofern, dass das praktisch etwa 2 Drittel der Wähler sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Also das ist ja viel Feind, viel eher. Aber jetzt doch nochmal zu dieser Gleichheit der Wahl. Stellen wir uns vor, 5 Tage vor der Bundestagswahl wird ein Riesenskandal bekannt oder was auch immer. Man kann sich ja alles Mögliche auswählen, ausdenken, ein Kandidat macht was ganz Schreckliches oder sagt irgendetwas, was er vorhat, was alle anderen erschreckt. Dann haben die, die noch nicht gewählt haben, doch eine ganz andere Informationsgrundlage bei ihrer Wahl als die, die vorher schon gewählt haben. Also dieser große zeitliche Rahmen, ist das nicht ein Problem? Müsste man es nicht Wir zumindest haben etwas enger machen? in allen Äußerungen immer wieder gesagt, die Bundestagswahl begann Mitte August und sie endet am 26. September. Und die Leute sind frei zu entscheiden, wann sie ihren Stimmzettel abgeben oder ob sie im Wahllokal machen. Aber selbstverständlich, wer Ende August gewählt hat, kann Entwicklungen, die jetzt im September stattfinden, nicht mehr mitnehmen. Aber er hat sich ja so entschieden, er war so sicher, dass er gesagt hat, ich mache das. Ja. Ich glaube auch, und das ist, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ein großer Teil der Wähler auch relativ sicher ist, was er macht. Das ist dann häufig, wenn man seine Entscheidung ändert, heißt es das nicht, dass man dann sofort von der einen Partei zur anderen geht. Viele gehen dann auch einfach in das Lager der Nichtwähler. Es liegt auch daran, also auch das muss man dazu sagen, dass natürlich vor einigen Jahrzehnten die Bindung der Menschen an die Parteien noch stärker war. Da haben nicht zweit- und drittrangige Anlässe dazu geführt, dass man seine Wahlabsicht über den Haufen geworfen hat. Da war man einfach aus Überzeugung für eine Partei und hat er das dann auch nicht übel genommen, wenn sie mal irgendwas gemacht hat, womit man nicht hundertprozentig einverstanden war. Jetzt können schon kleinere Anlässe dafür sorgen, dass eine ganze Stimmung kippt. Vor allem dann, wenn Klischees dabei erfüllt werden und die Leute sagen, aha, habe ich doch schon immer gedacht, dass das so einer ist. Man hat ja das Gefühl, dass die traditionelle Parteienlandschaft in einer Auflösung sich befindet. Die SPD machte den Eindruck, dass sie der 5%-Hürde entgegengeht. Jetzt hat sie sich nochmal berappelt, jetzt zerbricht regelrecht vor unseren Augen die CDU. Ist das temporär? Zeigt das Beispiel der SPD, dass sich das auch wieder umkehren kann? Oder haben wir es wirklich mit einem Auseinanderfallen der aktuellen Parteienlandschaft zu tun? Also
Ich glaube, die Parteien, gerade die beiden großen, sind letztlich mit weniger zufrieden geworden. Also die 25%, die man jetzt als einen guten Wert ansieht für die SPD, ich glaube nicht, dass Helmut Schmidt und Gerhard Schröder mit diesen Werten zufrieden gewesen wären. Und auch bei der CDU ist nicht mehr der Anspruch, über 50 oder über 40% zu kommen, sondern man wäre ja schon dankbar, wenn man wieder über 25 ist. Und insofern sieht man die Veränderungen, die sich hier auch in der gefühlten Sache deutlich machen. Und man merkt auch, wie kurz eigentlich die Erinnerung ist. Wenn die Grünen jetzt nur noch bei 16% sind, dann sagt man, ach, sind die aber tief gefallen, hat aber völlig vergessen, dass sie bei der letzten Bundestagswahl noch knapp unter 9% waren. Das heißt also, die Grünen werden mit Sicherheit eine Gewinnerin der Wahl sein, auch wenn jetzt die Ziele, die man zeitweilig in der Erwartung hatte von 20 plus, nicht in Erfüllung gehen. Aber so schnell ist es so, dass man halt Werte im Blick hat und gar nicht mehr daran denkt, von wo man eigentlich kommt. Sie hatten vor kurzem eine Umfrage und da ging es in das Vertrauen der Ehrlichkeit der Wahl und ich war sehr überrascht. Korrigieren Sie mich, wenn ich es nicht mehr ganz exakt im Kopf habe. Ich glaube, es waren über 20%, die es für möglich hielten, dass es zu Manipulationen kommt. Also ich dachte immer in der Bundesrepublik, also in der alten Bundesrepublik, wie ich sie kannte, ich glaube, da wäre das ein Wert wahrscheinlich von 98 oder 99 gewesen. Sage ich jetzt ins Blaue hinein, korrigieren Sie mich, wenn ich mich täusche. Wie kommt es dazu, dass es immerhin doch so viele sind jetzt, die Zweifel haben, dass alles mit rechten Dingen zugeht? Also nach der Präsidentenwahl in den USA war ja die Frage Wahlbetrug einfach ein Thema, was rumgeisterte. Und wir hatten gedacht, wir wollen einfach mal fragen, ob das auch in Deutschland ein Thema ist. Und da haben 18% der Befragten gesagt, sie haben Angst davor, dass es auch Wahlbetrug in Deutschland gibt. Das ist so ein Punkt, wo man einerseits sagen kann, warum wird sowas überhaupt gefragt und sowas zum Thema gemacht? Aber andererseits ist es auch ein Doch richtig. Thema, was zeigt, wie wichtig das ist, dass die Verantwortlichen transparent vorgehen, um da deutlich zu machen, diese Wahlen sind fair und gerecht und da gibt es keine nennenswerten Geschichten, wo man da was hinterfragen muss. Also ich glaube, das ist so eine wichtige Aufgabe, dass dieses Zweifeln an der Redlichkeit der Wahl, dass man das wirklich so gut man nur kann mit Argumenten versucht, da entgegenzuwirken. Also ich selbst, das muss ich deutlich machen, halte die Wahlen hier in Deutschland für frei und geheim also nicht betrugsanfällig. Ich weiß, es gibt Einzelfälle, wo man das ja festgestellt hat, dass das da nicht ordentlich ging. Aber im Großen und Ganzen würde ich dem, wie in Deutschland gewählt wird, ein größeres Vertrauen, viel größeres Vertrauen zusprechen, als das die Umfrage von 18%, die das bezweifeln, deutlich macht. Aber das zeigt halt die Herausforderung, das so transparent darzustellen, um dieses Misstrauen, das da ist, das mache ich ja nicht weg, indem ich das nicht frage, sondern indem ich hergehe und sage, eure Bedenken sind nicht begründet. Warum ist es doch so hoch? Weil es Zweifel gibt und diejenigen, die verantwortlich sind für den Wahlvorgang, alles nutzen müssen, um diese Zweifel auszuräumen, weil es scheint mir schon wichtig zu sein, dass die Glaubwürdigkeit in die Wahlhandlung da nicht untergraben wird. Das ist eine Erosion von Grundvertrauen in die Demokratie generell, die dem zugrunde liegt als tiefere Ursache? Also ich glaube, dass Demokratie nie etwas ist, was in Stein gemeißelt ist, sondern was immer wieder neu erkämpft werden muss. Und eine lebendige Demokratie braucht Leute, die wissen, Demokratie ist immer in Gefahr. Man muss sich immer aktiv für die Demokratie einsetzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und insofern würde ich das auch als eine Chance sehen, zu sehen, Demokratie zu verteidigen, ist eine Aufgabe von allen, denen freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat wichtig ist.
Sie haben jetzt gesagt, dass die Wahlen in Deutschland die Anforderungen erfüllen, frei, geheim, aber eine Anforderung ist ja auch die Fairness. Und inwieweit sind die Wahlen fair? Nicht der Wahlvorgang selber, aber das, was vor den Wahlen geschieht, da ist ja, das weiß ich aus Russland, weil man das in Moskau immer vorwirft und völlig zu Recht, dass es da sehr unfair ist in den Medien. Wenn ich mir jetzt anschaue, die Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich mir jetzt anschaue, dass eine Partei zum Beispiel oft keine Seele bekommt, dass ihre Mitarbeiter oder ihre Sympathisanten Angst haben müssen, auf Wahlkampfständen angegriffen zu werden und dergleichen. Ist das wirklich noch lupenrein fair? Also die Frage der Fairness stellt sich ja in vielen Punkten. Da haben Sie völlig recht. Es geht ja auch immer darum, wie ist ein Rennen? Ist es fair, wenn Leute mit unterschiedlichen Begabungen an Wettstreit teilnehmen? Ich glaube, dass man die Bevölkerung auch nicht unterschätzen sollte, dass die Menschen schon eine Sensibilität dafür haben, ob es fair zugeht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man das, nicht nur habe manchmal, ich bin sicher, dass man das merkt, wenn man einem Wettbewerb der Ideen ausweicht. Insofern, ich will diese parteitaktischen Fragen, das ist nicht die Aufgabe eines Meinungsforschers, aber ich bin davon überzeugt, dass die Leute sensibler sind dafür, ob es fair zugeht, als man das gemeinhin meint. Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt die Leute mit einer Richtung, also gerade jetzt, ich bin in Thüringen, assimilierter Thüringer aus Südbaden, aber bin jetzt schon viele Jahrzehnte hier. Ich erlebe hier, dass eine große Sensibilität dafür da ist, wenn versucht wird, eine Richtung aufzudrücken und dann genau das Gegenteil von dem rauskommt, was derjenige erreichen will, der vielleicht in eine Richtung schieben will. Insofern glaube ich nicht, dass das erfolgreich wäre. Wobei da die Menschen in der früheren DDR, so meine Hypothese, ein besonderes Gespür haben, aber das wollen wir gar nicht, Das stimmt, ja. Teile das ich. wollen wir gar nicht vertiefen. Eine ganz andere Frage. Es ist ja so, wenn ich mich erinnere, richtig, dass wir in Deutschland von den Umfragen her strukturell doch eine knappe, aber eher bürgerliche Mehrheit haben, dass wir jetzt aber eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass wir eine linke Regierung, bekommen. Das hat ja im Wesentlichen mit der Rolle der AfD zu tun, weil die ja als Bündnispartner sozusagen ausfällt für das bürgerliche und konservative Lager. Im Endeffekt haben wir dadurch aber eine Disbalance. Ja? Also das eigentlich kleinere Lager hat immer große Chancen, die Regierung zu bekommen. Das ist ja auf Dauer auch nichts, was jetzt der Demokratiefreude oder dem Gefühl der Menschen gut repräsentiert Also zu wir werden, hatten zuträglich schon ist. Zeiten, da hatte das linke Lager, also rot-rot-grüne Mehrheit, und da hat eine große Koalition regiert, weil eben SPD nicht mit Linker und Grün zusammenging. Ich bin, da teile ich Ihre Position, schon der Meinung, dass das, was die Wähler entscheiden, ob sie eher bürgerlich entscheiden oder eher links, dass sich das dann nachher auch in der Regierung widerspiegeln soll, damit sie dann nachher auch nach 4 Jahren die Möglichkeit haben zu sagen, der Kurs hat mir jetzt gefallen oder hat mir nicht gefallen. Das ist richtig so, ja. Inwieweit hat diese große Koalition zu Politikverdrossenheit geführt und inwieweit könnte es eine Chance sein? Ich hole ein bisschen aus. Die Neue Zürcher Zeitung hat einmal geschrieben, Angela Merkel hat sich auf die deutsche politische Landschaft gelegt wie eine Grabplatte. Ich bitte Sie explizit nicht, das zu kommentieren. Das ist einfach ein Zitat aus der Schweiz. Aber dass wir ein bisschen viel Konsens haben, ich glaube, das ist offensichtlich. Wenn es jetzt zum Beispiel mit der CDU eine wirklich große, starke Oppositionspartei gäbe, könnte das der politischen Landschaft in Deutschland gut tun? Also in der Geschichte der Bundesrepublik war es immer gut, dass die beiden großen, wenn die beiden großen Volksparteien im Wettbewerb standen und ihren Auftrag aus dem Grundgesetz an der Willensbildung der Bevölkerung teilzunehmen auch erfüllt haben. Ich glaube, das ist wichtig, das steht nicht umsonst im Artikel 20 drin. Und es ist auch so passiert, dass alle wesentlichen Entscheidungen der Bundesrepublik ja häufig getroffen wurden, weil die eine Partei dafür war und die andere dagegen. Das heißt also, wenn irgendein
eine Geschichte, also Westintegration oder Ostverträge oder soziale Marktwirtschaft, nicht geglückt wäre, wäre immer noch eine andere starke Volkspartei da gewesen, die gesagt hat, wir haben da immer davor gewarnt. Ich halte es wirklich demokratietheoretisch für keine schlechte Sache, wenn das so entsprechend abgebildet wird. Jetzt haben die beiden großen Parteien eben doch länger miteinander in einer großen Koalition regiert. Und das ist jetzt eine Frage, wen die Wählerinnen und Wähler als erneuerungsbedürftiger ansehen, die CDU oder die SPD. Aber so eine Opposition, wen das auch immer trifft, ich mache das parteipolitisch neutral, ob das jetzt die SPD treffen würde oder auch die CDU, das birgt eben auch die Chance einer Erneuerung und ist demokratietheoretisch ist das was Wichtiges, ja, egal welche von den großen Parteien es trifft. Ja, also es ist immer Und gut, eine neue große Koalition wäre nicht ideal. es kommt ja darauf an, ob eine neue große Koalition, die müsste ja nicht gleich regieren. Also wenn wir etwas wissen, ist es ja, dass es auf jeden Fall einen Wechsel im Kanzleramt geben wird. Also wir wissen noch nicht, wer regiert, aber wir wissen, es gibt auf jeden Fall einen Wechsel im Kanzleramt. Das kann man jetzt schon sicher sagen. Hoffen wir es. Da sind Sie optimistischer als ich, aber gut, ich glaube auch, dass es den gibt. Die Frage ist nur, wann und wie lange sich das hinzieht, weil die Frau Merkel, ich habe sie ja persönlich befragt auf der Bundespressekonferenz, da sagte sie, naja, wenn die nicht so schnell einig werden. Also die Frage ist, wann es diesen Wechsel im Kanzleramt geben wird. Also ich wäre auch immer vorsichtig bei so Sachen. Also so geht es aus. Wenn ich das richtig nachgelesen habe, war es ja so, dass Gerhard Schröder 1998 damit gerechnet hat, dass es eine rot-schwarze GroKo gibt, weil er gedacht hat, es ist einfacher zu regieren als mit Rot-Grün. Und danach hat halt Rot-Grün eine Mehrheit gehabt und egal wie er es gewollt hätte, musste er in dieser Koalition regieren. Und insofern glaube ich, muss man auch aus Respekt vor dem Wähler erstmal hergehen und sagen, mal schauen, welche Aufgabe er den Politikern dann da beimisst oder aufgibt. Und vielleicht gibt es dann doch schneller eine Regierungsbildung, als manche im Moment erwarten. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen in die Küche schauen, wenn ich schon mal den Leiter eines Meinungsforschungsinstitutes habe im Interview und viele Leser sagen immer, wie geht das Ganze und es kann doch gar nicht sein und es wird ja immer auch noch gewertet. Also zum Beispiel waren Sie bei der letzten Bundestagswahl, ich glaube, das Institut, das bei der AfD am nächsten am Ergebnis dran war und böse Zungen sagten, dass Sie eben hier weniger politische Rücksichten genommen haben. Aber lassen wir das beiseite. Na, da Wie muss ich erkläre mal ich das eingehen. Wir dem waren Leser nicht der nur bei der SPD am nächsten dran, bei der AfD am nächsten dran, Bei der sondern AfD. insgesamt. Also wir waren das Institut, was am nächsten am Wahlergebnis der Bundestagswahl 2017 dran war. Ich finde, das ist immer auch so ein Hochfest für Meinungsforschung, wenn Umfragen auf Wirklichkeit treffen und man praktisch evaluieren kann, wie nah waren die Umfragen am tatsächlichen Wahlergebnis dran. Aber das war eben für bei allen Parteien so. Ich frage jetzt mal ganz naiv, Sie befragen dann 2000, bei Ihnen sind es meistens 2000 Kollegen, auch teilweise nur 1000 Leute und da ist ja der Zufallsfaktor trotz allem sehr hoch und Sie werten dann, wie kann man der Befürchtung oder dem Vorwurf entgegengehen, dass das alles dann doch sehr hausgemacht sei, ich sage es jetzt mal diplomatisch. Also verraten Sie uns da mal ein bisschen, wie das funktioniert und wie man diese Zweifel beseitigen kann. Es geht ja darum, dass Sie praktisch aus einer Befragtenzahl, zum Beispiel von 2000, wirklich ein Spiegelbild der Gesellschaft der Bundesrepublik rauskriegen, dass Sie genügend Männer, genügend Frauen, die Altersgruppen gedeckt, die Region gedeckt haben. Und dann funktioniert es, wie die Nähe von Umfragen zu Wahlergebnissen zeigt, wie die Stimmung zeigt. Und ich finde ja immer interessant, ich kenne das natürlich, dass gerade in der Politik heißt, ja, ich gebe nichts auf Umfragen, aber ich kann Ihnen versprechen, die Politik interessiert sich trotzdem dafür. Und wie wird aber gewertet? Wie funktioniert es? Ist das Also nicht Kaffeesatzleserei, ich sage ich jetzt ganz doof? halte immer die Aussage gemacht, Umfragen, die gut erhoben sind, wo man eben wirklich ein repräsentatives Bild, wo man die Quoten erfüllt hat, was Alter und Geschlecht und Region angeht, die muss man nicht mehr übermäßig gewichten, da stimmt das. Das ist tatsächlich so, also durch die Standardverteilung, ja? Ja. Aber Wenn Sie Sie das brauchen so dazu haben, dann dann ist es also, es ist ja nicht so, 1000 dass man Leute oder dahergeht so. und sagt, also das ist ja das, was ich jetzt da für plausibel halte.
sondern das, was man misst, also dieses Spiegelbild der Bevölkerung durch die repräsentativ Befragten, das ist da richtig. Und ich glaube auch, das ist besser als die plausiblen Behauptungen, die jeder Einzelne aufstellen kann. Sie kennen ja die Geschichte von Aristoteles, der 400 vor Christus gesagt hat, also logisch, wenn zwei Steine auf die Erde fallen und der eine doppelt so schwer ist als der andere, dann wird der schwerere schneller runterfallen. Und man hat das 2000 Jahre geglaubt, bis dann im 16. Jahrhundert Galileo Galilei das ausprobiert hat und festgestellt hat, die kommen ja beide gleichzeitig auf. Das zeigt also, es ist nicht nur die plausible Behauptung wichtig, sondern es ist auch wichtig, das zu prüfen und zu checken, stimmt das denn wirklich? Und das ist die Aufgabe von uns als Empiriker, als Meinungsforscher. Wie kommt es dann doch immer wieder zu diesen krassen Falschvorhersagen? Also bei das klassische Beispiel ist Donald Trump, als der gewann und ihn niemand auf dem Wahlzettel hatte. Man könnte das aber jetzt auch fortführen, auch in Deutschland, auch Landtagswahlen und dergleichen. Es kommt ja regelmäßig und in der letzten Zeit sehr viel öfter zu völlig falschen oder massiv falschen Umfrageergebnissen. Wie erklären Sie sich das? Ist das die Sprunghaftigkeit der Wähler? Ich habe Ihnen ja im Blick jetzt auf Sachsen-Anhalt gesagt, dass eben auch letztlich Umfragen Wahlen beeinflussen, dass die Leute ihre Wahlabsicht ändern, weil sie sagen, ich will letztlich da gezielt was erreichen. Trotzdem sind Umfragen wichtig, damit überhaupt diese Entscheidungsfindung kommen kann. Ich halte das für ein legitimes Mittel, dass die Wähler sagen, wenn die Stimmung so ist, dann will ich diese oder jenen Effekt mit meiner Stimmabgabe erreichen. Bei der Wahl Trump wissen Sie, dass man da ja letztlich nicht richtig auf die Swing States geschaut hat, dass es nicht darum ging, wer jetzt national am meisten Zustimmung hat, sondern wer die Staaten, um die es ankommt, nachher für sich gewinnen kann. Es war dort auch ein Punkt, mit dem wir auch immer kämpfen müssen, aber das eigentlich gut im Griff haben, was die soziale Erwünschtheit angeht. Das heißt also, sagen einem die Leute wirklich das, was sie wählen, oder gehen sie her und sagen im Moment, das ist etwas, das kommt vielleicht nicht so an. Also deshalb ist es auch wichtig, deshalb mache ich das auch nicht, dass man protegiert oder diffamiert eine Geschichte, sondern dass man hergeht und das neutral bewertet. Also wir bewerten nicht die Frage, hat einer jetzt die richtige oder die falsche Meinung, sondern wir wollen einfach die Meinung, die da ist, spiegeln, ob sie falsch oder richtig ist oder was auch immer. Noch eine letzte Frage. Viele Wähler sind von den Parteien, die jetzt schon im Bundestag sind, enttäuscht. Sehen Sie bei irgendeiner Partei, zum Beispiel bei den Freien Wählern, die, glaube ich, von den nicht vertretenen Parteien die stärkste sind, eine Chance, über die 5%-Hürde zu kommen? Also die Freien Wähler sind bei uns aktuell bei 3%. Die hätten das Potenzial, über die 5 zu kommen. Aber in einem Zweikampf jetzt wieder zwischen Union und SPD, glaube ich, wird es immer schwerer, weil die Leute natürlich auch sagen, wenn eine Partei nicht recht sicher über den 5-Prozent-Punkten ist, will ich die nicht wählen, weil ich nicht will, dass meine Stimme verloren geht. Also nicht ausgeschlossen, aber auch alles andere als sicher das. Ich halte es eher aktuell für unwahrscheinlich. Wenn eine Partei bei 4, 5% ist, dann sagen die Leute, wenn du jetzt kann das noch rüber. Und eine Partei, die bei 3% ist in Umfragen, ist doch einfach so die Sache. Jetzt ist die Gefahr groß, dass die Stimme verloren ist. Und wer will schon, dass seine Stimme nachher verloren ist? Aber das stellen wir grundsätzlich fest, dass das Ergebnis der sonstigen, das betrifft auch andere Parteien, Tierschutz, die Partei und so weiter, Team Toten, was weiß ich, was gibt. Da ist letztlich mehr, also die sonstigen Parteien sind jetzt bei 7 bis 9% der Stimmen. Das zeigt also, da ist ein größeres Potenzial, als es bei der letzten Aber Bundestagswahl außer auch den gab. Freien Wählern keine, die heraussticht und wo man sagen würde, die ist zumindest jetzt mal bei 2 oder 3%. Also wir veröffentlichen die Ergebnisse der Parteien, die 3% und mehr erreichen. Und da ist also sonst niemand mehr dabei. Genau, da sind Ja, die es wird aktuellen spannend Umfragen bleiben. Dann wieder. bedanke ich mich für dieses Gespräch. Ich erinnere nochmal daran, heute mit mir im Videointerview Hermann Binkert, Leiter des Meinungsforschungsinstitutes INSA, bei dem ich ja auch regelmäßig Umfragen in Auftrag gebe für meine Seite reitschuster.de. Vielen herzlichen Dank, Herr Binkert.
Gern passiert. Auf Wiederhören und Und Wiedersehen, Herr vielen Reitschuster. Dank Tschüss. auch Ihnen, liebe Zuschauer. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, bleiben Sie dran. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so. Reitschuster.de